Der Frühling schreitet in einem rasanten Tempo voran. Vor wenigen Wochen waren viele Zugvögel noch auf ihrem Weg hierher und wurden sehnlichst von mir erwartet. Nun sind auch Bienenfresser, Wachtel und Co. da. Die Temperaturen klettern ein erstes Mal auf 30 Grad und für viele Vögel geht es nicht mehr darum, einen passenden Partner zu finden, sondern ums erfolgreiche Aufziehen der Jungvögel. Überall hört man junge Meisen betteln. Doch das sind nicht die einzigen hungrigen Schnäbel der nächsten Vogelgeneration. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin mal wieder draußen unterwegs und im Wald und überall hört man Jungvögel. Die Gesangsaktivität nimmt langsam ab. Singdrosseln, Zilpzalps, teilweise auch Mönchsgrasmücken, Meisen, viele andere Vögel singen nicht mehr so viel, denn sie brauchen keinen Partner, sondern sie müssen im Moment Jungvögel versorgen. Ganz andere Aufgaben, dementsprechend nimmt die Gesangsaktivität ab, aber man hört mittlerweile fast überall Jungvögel. Das meiste sind gerade auch in den Siedlungen junge Haussperlinge, junge Blaumeisen, junge Kohlmeisen. Hier im Wald aber hört man auch häufig ein hohes, lautes Kicksen. Piep, 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 piep. Und das gehört zum Buntspecht und der ist heute das Thema des Videos. Los geht's! Ich bin hier gerade mit dem Fahrrad die Straße entlang gefahren und habe hier wenige Meter weiter Buntspechte in der Höhle gehört. Mal sehen, ob wir sie direkt finden. Meistens ist das gar nicht so schwierig, denn die Buntspechte haben in der Höhle so gut wie gar keine Feinde und können deshalb so laut schreien, wie sie wollen. Ich glaube, ich stehe sogar schon unter dem Baum. Nimm noch ein bisschen Abstand. Ja, in dieser Birke hinter mir, in dieser hier, ist da oben eine Höhle und daraus ruft der Buntspecht. Er schaut sogar mit dem Kopf raus. Cool. Ich nehme mal ein paar Meter mehr Abstand, denn ich möchte auf keinen Fall stören. Das sollte das Wichtigste sein, wenn man an einem Brutplatz unterwegs ist. Der Schutz der Vögel steht an alleroberster Stelle. Kein Kompromiss, kein Foto ist irgendeine Störung wert und auch kein einziges Video. Aber dadurch, dass der hier recht nah am Weg ist, die doch recht viel befahren und begangen wird, habe ich gute Chancen, dass die Altvögel mich hier in 10-15 Meter Entfernung dulden werden. Ich probiere es mal aus. Wow, ich konnte gerade eine Fütterungsszene beobachten. Das Weibchen kam an die Höhle angeflogen, hat sich langsam ja, zu der Höhle bewegt und hat den Jungvogel gefüttert. Richtig, richtig cool. Und man konnte richtig schön sehen, dass es das Weibchen war. Denn das Weibchen hat anders als das Männchen einen komplett schwarz-weißen Kopf. Das Männchen hat dazu hinten einen schwarzen Fleck im Nacken bzw. am Hinterkopf. Und die Jungvögel sehen ähnlich aus wie der Mittelspecht, denn auch sie haben einen komplett roten Scheitel. Der Unterschied ist allerdings, zum einen sind sie größer, sie rufen anders, haben ein bisschen eine andere Silhouette, Kopfform und so weiter, kräftigerer Schnabel. Und man sieht dieses schwarze Band an der Wange, was bis vor zum Schnabel geht. Das ist beim Mittelspecht nicht so. So kann man Jungvögel vom Buntspecht ganz gut vom Mittelspecht unterscheiden, denn bald sind ja viele ausgeflogene junge Buntspechte unterwegs und gleichzeitig natürlich auch unsere ähnlichen, aber selteneren Mittelspechte. Es ist beeindruckend, mit was für einem Engagement die Buntspechteltern ihre Jungvögel versorgen, denn es ist wirklich ein reges Kommen und Gehen. Permanent fliegen die Altvögel hin, bringen etwas zur Höhle, fliegen wieder weg,
suchen wieder Nahrung. Man sieht sie hier auch in den umliegenden Bäumen dann gezielt nach Insekten, nach Raupen, nach Borkenkäfern, nach irgendwelchen Insektenlarven im Totholz hacken und suchen. Dann geht es zurück zur Höhle, verfüttert, keine Sekunde verschwendet und direkt wieder los. Und das machen sie jetzt für einige Wochen, bevor sie, zumindest das Weibchen, einige Wochen auf den Eiern saß. Davor wurde unter Umständen eine frische Höhle gezimmert. Also diese Jungenaufzucht ist ein enorm energiezehrender Akt. Umso beeindruckender, dass diese Vögel das hier so durchziehen und wirklich ohne Pause füttern. Aber so wie der Jungvogel da in der Höhle auch ruft, haben die Eltern ja auch keine wirkliche Wahl. Kaum einen Vogel verbindet man so mit intakten, lebendigen Wäldern wie die Spechte. Die Spechte sind nicht nur die Zimmermänner und Zimmerfrauen der Wälder, sondern sie sind auch angewiesen auf Totholz. Das, was die Forstwirtschaft meistens nicht ganz so gerne in ihren Wäldern hat. Buntspechte sind auf totes Holz angewiesen, weil sie dort ihre Nahrung finden. Gerade in frisch abgestorbenem Holz befindet sich sehr, sehr viel Leben drin. Und das alles ist Nahrung für den Buntspecht. Zum anderen benötigen sie aber auch Bäume, in die sie ihre Höhlen reinschlagen. Buntspechthöhlen, es wird wieder gefüttert. Buntspechthöhlen werden zum Teil über viele Jahre bis sogar Jahrzehnte hinweg wieder benutzt. Denn es ist natürlich ein Riesenaufwand, so eine Höhle in einen zum Teil noch lebendigen Baum reinzuhacken. Ganz wichtig, das Trommeln der Spechte hat nichts mit dem Höhlenbau und auch nichts mit der Nahrungssuche zu tun. Trommeln, dazu wird irgendwie ein guter Resonanzkörper genutzt. Meistens auch irgendwie ein Baum, ein Ast, irgendwas, was letztendlich laut ist. Und dieses Trommeln dient nur als Gesangsersatz. Sprich, damit wird das Weibchen angelockt. Ein, zwei Fun Facts zum Specht, zum Buntspecht habe ich noch. Zum einen das sogenannte Ringeln. Dabei hacken Spechte, leider habe ich es hier nicht, aber sozusagen kleine Löcher unter die Rinde. Denn unter der Rinde ist die sogenannte Basthaut. Dort fließt der Saft des Baumes. Ein sehr nährstoff-, mineralstoffreicher Saft, der auch viel Zucker enthält. Hier werden kleine Löcher reingehackt, dann läuft da der Saft raus und der wird dann aufgeleckt. Das, was hier einige Spechte machen, zum Beispiel auch der Buntspecht, gibt es in Amerika Spechtarten, die sogenannten Saftlecker, die sich mehr oder weniger nur davon ernähren. Spannend, oder? Außerdem gibt es sogenannte Spechtschmieden. Der Specht, ein sehr handwerklich begabter Vogel, klemmt zum Beispiel Tannenzapfen, aber auch Eicheln oder Nüsse in kleinere Ritzen irgendwo in der Rinde und kann sie dann besser mit seinem Schnabel bearbeiten. Eine Fähigkeit, die schon ziemlich darauf hinweist, dass die Spechte ordentlich was im Kopf haben. Ganz wichtig, man könnte ja denken, gerade wenn die Spechte trommeln, dass sie sich total das Hirn kaputt trommeln. Denn ja, die Spechte trommeln ja wirklich mit Vollgas mit ihrem Schnabel gegen den Baum. Da müsste ja auch der Kopf bzw. das Hirn Schaden nehmen. Man hat es noch nicht endgültig erforscht bzw. es kamen noch mal neue Ergebnisse raus. Aber das Spechtgehirn ist nicht nach hinten länglich im Kopf, sondern eher vertikal. Und dadurch ist der Druck auf die Schädeldecke und damit auch aufs Gehirn deutlich besser verteilt, als wenn das zum Beispiel der Mensch machen würde, bei dem das Gehirn eher horizontal im Schädel liegt. Außerdem ist relativ wenig Platz im Kopf, sodass das Gehirn nicht, blöd gesagt, rumschleudern kann. Aber auch dazu weiß man noch nicht so ganz viel und es ist noch nicht an jeder Spechtart erforscht. Es ist aber sicher, dass das Klopfen, das Trommeln, das Hacken, das Arbeiten mit dem Schnabel für den Specht nicht schädlich ist, sondern ihm hilft, neue Nahrungsreserven und neue Nahrungsmöglichkeiten zu erschließen. Das soll es dann auch schon wieder zum Video zum Buntspecht gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit diesem Video. Mir hat es total Spaß gemacht, der Natur zuzuschauen, wie der Nachwuchs, die nächste Generation, großgezogen wird. Vielleicht kannst auch du in den nächsten Tagen und Wochen eine Buntspechthöhle entdecken. Denke dabei aber immer dran, genießen ist erlaubt, allerdings mit genügend Sicherheitsabstand. Wenn du merken solltest, dass die Altvögel nicht mehr alle 2-3 Minuten, alle 3-4 Minuten zurückkommen, um ihre Jungvögel zu füttern, dann halte auf jeden Fall mehr Abstand bzw. zieh dich vielleicht sogar komplett zurück. Ich danke dir fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und falls du noch nichts vorhast, dann schau dir doch dieses Video hier an.